Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm hat am Schluss einen Einzelauswärtssieg hier in Wien Favoriten bei der Austria feiern können. Es war jetzt nicht die aufregendste Partie der Saison, aber am Ende war es ein Ergebnis, das sehr, sehr wichtig für unsere Schwarz-Weißen gewesen ist. Der 1-0-Sieg würde ich sagen, unterm Strich, ja, schon verdient. Man muss aber auch ehrlich zugeben, es hätte ohne weiteres bei 0-0 auch bleiben können, von der Leistungsverteilung her gesehen. Im ersten Durchgang für meine Begriffe ein bisschen mehr los als in Halbzeit 2. Die erste Abschlusschance hatte die Austria nach 5 Minuten, danach aber doch ein bisschen Leerlauf. Nach ungefähr 30 Minuten ging es dann doch so ein bisschen ja, hin und her für kurze Zeit. Ein Lubitsch-Abschluss bei uns, nicht wirklich gefährlich. Auf der anderen Seite dann auch wieder die Austria, die aber im Grunde auch nichts Konkretes zusammenbringt. Also es ging immer so ein bisschen hin und her, aber war unterm Strich ein typischer Sonntagskick, würde ich einfach mal behaupten. Und ja, im ersten Durchgang hatte Matic dann die letzte Möglichkeit mit einem Freistoß, der war doch unterm Strich doch deutlich am Tor von Siebenhandel vorbeiging. In der zweiten Halbzeit dann auch eigentlich lange nichts. Nach wenigen Minuten wurde Sturm ein Abseitstor aberkannt, eben anscheinend zu Recht. Habe ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich gut sehen können, aber ansonsten passierte nicht wahnsinnig viel im zweiten Durchgang. Die Austria hatte nach einer knappen Stunde durch Edom Bonci eine gute Möglichkeit. Etwas zuvor trafen die Wiener dann auch nur das Außennetz, aber ansonsten waren auch die Violetten sehr, sehr ungefährlich. Von unserem Blackies kam auch nicht wahnsinnig viel nach vorne. Man hat aber auf jeden Fall darauf geachtet, in der Defensive kompakt zu stehen, so wie ich es mir persönlich auch erwartet habe. Und das haben unsere Jungs auch gut gemacht. Die Austria kam nie wirklich zur Entfaltung. Wenn es was gab, meistens über halb links. Aber insgesamt war das defensiv sehr, sehr konstant, was unsere Blackies da geboten haben. Interessant auch, dass Ivan Lubitsch in der Innenverteidigung auflief, also in der Fünferkette anstelle von Koch. Der wurde in der Schlussphase erst eingewechselt. Auf jeden Fall, ja, passierte lange Zeit auch im zweiten Durchgang. Nichts Erwähnenswertes, würde ich mal sagen. Michael John Lehmer, der aus Aussichtsrechterposition relativ deutlich verzieht, ist vielleicht noch erwähnenswert, aber dann passiert eben lange nichts. Und dann auf einmal in Minute 80, als ich mich persönlich schon mit dem 0:0 so ein bisschen abgefunden habe, dann ist es passiert. 1:0 für unseren SK Sturm über die linke Seite. Es ist, glaube ich, gerade zu recht, der zu viel Platz hat, der sich schön durchtankt. Die Hereingabe eigentlich zu unplatziert spielt, Penz im Austria-Tor, macht aber den Fehler und dann kommt Sandi Lovic und stoppt ab und trifft zum 1:0 für unseren SK Sturm. 80. Minute, der Gästesektor flippt aus und ganz nebenbei war der Gästesektor der einzige Sektor, der im Stadion wirklich voll war. Zumindest was ich da mitbekommen habe. Und ja, danach gab es dann nicht mehr viel. In Minute 90 hätte Markus Pink, der eingewechselt wurde und mal wieder einen Einsatz bekommen hat, eine gute Möglichkeit aufs 2:0 gehabt. Der zieht allein aufs Tor, verzieht dann aber auch. Aber trotzdem bleibt es dann letztendlich beim 1:0 Auswärtssieg für uns und er ist gestorben. Wie gesagt, typische, relativ chillige Sonntagspartie, würde ich behaupten. Aber am Ende haben wir das goldene Tor geschossen. Also, wie gegen St. Pölten, nur andersrum diesmal. So in der Art könnt ihr euch das vorstellen. Aber was soll's, wir haben die 3 Punkte und damit müssten wir, da der WRC ja auswärts in St. Pölten gewonnen haben sollte, was ich da auf der Videowall mitbekommen habe, auf Platz 3 normalerweise wieder vorrücken. Von dem her sieht es jetzt gut aus. St. Pölten ist vergessen, alles wieder gut und ja, spielerisch klar, geht ein bisschen mehr, aber da warten wir dann aufs nächste Heimspiel. Von dem her war es das dann auch schon wieder von mir. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich hoffe mal, es fällt positiv aus. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach. Bis zum nächsten Mal. Von dem her, euer Elias. Auf die Schwarze! Und bis dann. Ciao, ciao.